Herzlich willkommen zu deiner Bonusübung im ersten Modul. Die Module sind ja immer aufgebaut, dass es pro Woche eine Meditation und drei Übungen gibt. Aber diese Bonusübung, die empfinde ich für so, so wertvoll, dass ich sie dir unbedingt mitgeben möchte. Und bei dieser Bonusübung geht es darum zu schauen, hey, was tut mir eigentlich in meiner Trauer gut? Und da möchte ich dich jetzt einfach dazu einladen, in dich rein zu spüren und zu spüren, wie es dir geht. Vielleicht auch nochmal tief einzuatmen und wieder auszuatmen. Deine Hände in dein Herz zu legen und zu spüren, wie geht es mir eigentlich mit meinem Schmerz, mit der Trauer? Wo bin ich da gerade? Wenn ich ganz in diesem Gefühl bin, das, was ich gerade fühle, in diesem typischen, für mich einzigartigen Gefühl, wie fühlt sich das an? Was habe ich für eine Haltung? Wie ist meine Atmung? Wie fühle ich mich? Fühle ich mich groß oder klein? Und auch zu schauen, wo bin ich? Bin ich in meinem Körper? Oder fühlt es sich vielleicht so an, als ob ich weit weg bin? Bin ich groß? Bin ich klein? Wie alt fühle ich mich, wenn ich ganz in diesem typischen Gefühl der Trauer bin? Wie ist der Ort, an dem ich bin? Vielleicht ist der Ort in dieser Trauer dunkel und kalt. Vielleicht ist er leer oder voller Menschen. Wie ist dieser typische Ort, an dem du gerade bist? Und dann fühl hier einmal rein. Fühl ganz tief rein, wie es dir gerade geht. Wie du gerade bist. Und dann frag dich, was würde dir an diesem Ort gut tun? Und nimm einfach alles, was dir gut tut, mit an den Ort. Stell dir vor, es kommt einfach zu dir. Vielleicht ist es ein Mensch, ein Freund, vielleicht ist es ein Gegenstand, ein Symbol. Vielleicht ist es eine andere Haltung oder Bewegung. Und ich möchte dich dazu einladen, auch nochmal tief einzuatmen und wieder auf. Und dich einfach zu fragen, was tut mir in meiner Trauer gut? Was gibt mir Stärke und Kraft? Was unterstützt mich? Manchmal kann es sowas sein, wie eine Hand, wie deine eigene Hand, die du dir auf dein Herz legst und fühlst, diese Wärme deiner Hand auf dein Herz spürst und fühlst, dass du bei dir bist, ganz bei dir.
schau, was tut mir noch gut. Das kann vielleicht sowas sein wie eine Decke oder ein Kuscheltier, ein Krafttier, eine bestimmte Umgebung, eine Umgebung, in der du dieses typische Gefühl von Geborgenheit erlebst, in der du dich ganz entspannst. Ein Punkt, an dem du dich wohlfühlst. Und frag dich auch hier wieder, hey, was tut mir gut? Was tut mir richtig, richtig gut? Spür nicht rein und schau einfach, was auftaucht bei dieser Frage, was dir gut tut. Und atme tief ein. Und wieder aus. Und lausch noch einmal in den Raum, in dem du gerade bist, hinein. Verbinde dich mit deinem Stuhl. Vielleicht verbinden sich die Füße mit dem Boden. Nimm alles wahr, was gerade ist. Spür nochmal rein, was dir gut tut. Schau, was vor deinem inneren Auge auftaucht. Und auch wenn nichts auftaucht, ist das ganz okay, weil alles ist genau richtig so, wie es gerade ist. Und was sich auch immer gerade gezeigt hat oder nicht gezeigt hat, vielleicht ist es auch kein Gegenstand. Vielleicht ist es ein Gefühl, ein Wort, ein Gedanke. Nimm das, was du jetzt gerade gesehen hast, mit zurück ins Hier und Jetzt. Und du kannst, wenn du möchtest, wieder langsam deine Augen öffnen. Wieder ganz hier bei dir klar und erfrischt ankommen. Und atme nochmal tief ein und aus. Und vielleicht hat sich bei dir gerade etwas gezeigt. Vielleicht zeigt sich aber auch erst in den nächsten Tagen etwas. Und du kannst mal ganz neugierig sein, was so in den nächsten Tagen für Gedanken kommen. Und dir nochmal in der nächsten Übung aufschreiben, hey, was tut mir in meiner Trauer gut? Was ist das, was ich brauche, was mir Wärme gibt, was mir Geborgenheit gibt? Einfach, was dir gut tut. Mach dir dazu gerne eine Liste im Workbook. Und ja, dann geh deine Liste durch und erfülle sie dir Schritt für Schritt.